Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Vanguard. Ich glaube, wir machen heute mal weiter mit der Schlacht in Midway. Ja. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Ich würde sagen, wir schaffen das heute mal, weil so ewig dran aufhalten will ich mich jetzt auch nicht. Und sonst muss ich das Ganze halt mal offscreen machen. Wird mal wieder ruhig sein, bis die Filmsequenz rum ist, und dann hören wir uns wieder. War sein Widerspruch. Er ist einer der großartigsten Piloten in diesem Krieg, aber er brauchte ein Team. Das Problem war, er musste es sich eingestehen. Er wäre tot. Also verpiss dich. Wirklich? Nein! Nicht! Du Bastard! Lüg mich nicht wieder an. Sind wir verloren? Wohl kaum. Haben Sie neue Informationen für mich? Sie hatten recht. Der Amerikaner war der Sechste. Aber ich glaube, ich habe sie gebrochen. Es schmerzt mich, wie sie das Vaterland schänden. Diese dreckigen Russen.
Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Wenn das Reich bestehen soll, brauche ich sicheres Geleit nach Tempelhof. Ich habe auf sie gezählt, Richter. Aber sie sind entbehrlich. Nein, 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 bitte, nein! Ich besorge, was sie brauchen. Das schwöre ich. Die Zeit ist knapp. Ich verstehe. Mein Führer. Ich bringe ihn um. Richter ist uns auf der Spur. Uns bleibt keine Zeit. Ich habe versucht, ein Flugzeug zu klauen, aber es hat nicht geklappt. Und bis ich hier war, wart ihr schon eingesperrt. Also ich habe eine Bombe von den Russen geborgt und mich gestellt. Wir haben noch vielleicht eine Stunde, bis diese Wand gesprengt wird und wir frei sind. Falls wir so lange leben. Wir sollen ihm trauen? Er ist ein verdammter Pilot. Ein verdammter Star-Pilot, meinst du wohl? Ich denk wie die Lady. Was weißt du schon über Sprengstoff? Ja? Na, fick dich doch. Ich sag euch, warum wir ihm trauen. Hört gut zu. Wade ist mehr als fähig, uns rauszubringen. Das ist belegt. Man sich irgendwann die Flügel. Fast. Gut. Okay. Okay, das wird jetzt scheiße wehtun. Scheiße. Geht's in deinen Deckschädel, dass du nicht einfach so... Hey, Wade. Wade, bleib bei mir. Komm schon, Mann. Nein, Mann. Wach auf. Wach auf. Wade. Heute stirbst du nicht. Heute stirbst du nicht. Ich muss rauskriegen, wo wir sind. Ich muss dich erstmal hier lassen. Denk schön an die Yankees. Was? Ich weiß, ich bin Dodgers.
gern geschehen, Arschloch. Ich brauch deine Waffe. Hab meine verloren. Nur wegen dir. Was soll ich so lange machen? Du drückst doch deine Wunde. Sollst ja nicht den ganzen Spaß verpassen. In Deckung, bis ich zurück bin. So. Also schleichen wir uns mal dorthin. Also wir haben so einen Modus, der die Gegner sichtbar macht. Sehr interessant. Mal schauen, ob wir es schaffen. Mal schauen, wo die Gegner wieder sind. Wo ich hin muss? Okay. Ich würde mal im Kriechmodus bleiben, bevor uns die Gegner dann doch irgendwie finden. Falls ihr mal Lust habt, eine Runde online mit mir zu zocken, dann meldet euch, schreibt es in die Kommentare, ich schreibe euch dann persönlich an, ob man dann eine Runde zusammen zocken, beziehungsweise wie es aussieht.
Der Vorteil ist ja an Vanguard, dass wir Crossplay haben. Dass wir auch mit den Konsolenspielern zusammenspielen können. Daher. Ein bisschen lauter machen. So, jetzt dürfte es besser sein. Warten, dass der hier keine zwei. Muss genau in die Richtung. So. Oh.
Aber ich würde mal sagen, wir lassen es für diese Folge gut sein. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein Däumchen da, abonniert mich und schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen kann. Danke, bis bald.